Im Winter, als ich geboren wurde, hast du den Riesenslalom Weltcup geholt. Das freut mich schon mal sehr. Schon lange her. Ja, es geht, oder? Aber sag mal, was kannst du besser, singen oder Skifahren? Ja, Skifahren kann ich jetzt nicht mehr. Stimmt nicht, ich habe dein Video gesehen, Ski Twist. Es ist, geht immer noch von den Beinen aus, da ist viel Musik dabei. Sieht nicht schlecht aus. Danke dir. Aber andere Frage noch, wie schaffst du es, immer so knackig auszusehen? Hast du immer noch diese Ski-Oberschenkel? Oder? Die Skifahrer haben immer so Knackärsche, sorry, genau, dass ich das so sage. Aber die haben immer so ein bisschen wie die Schlittschuhläufer. Okay. Und wie kann man das erhalten über die Jahre? Das ist nicht mehr da, das ist alles vergangen. Die Muskeln haben sie. Ich habe dich beobachtet, Hansi. Danke dir. Die Muskeln haben sie natürlich verlagert in andere Gegenden. Aber welche? Skifahrer sind eigentlich immer ganz gut benannt. Und ich glaube schon, dass der Großteil der Skifahrer, Ex-Skifahrer, auch immer noch ganz gut benannt ist. Ich glaube, ich habe ein bisschen deine Biografie studiert und ich glaube, du bist wirklich so ein Golden Boy. Du hast ein Jahr, nachdem du in den Weltcup eingetreten bist, hast schon abgeräumt. Beim Schlag genau dasselbe. Jack White hat dich animiert, oder? Absolut. Und dann gibt es ein Jahr, oder wie lange? Ja, weniger, oder? Nein, der Jack war sicherlich derjenige, der diese Wahnsinnsidee gehabt hat. Und kannst du dir ja vorstellen, das ist auch nicht so, dass man sagt, okay, jetzt mache ich das, weil irgendwo ist das doch ein Schritt in eine ganz andere Bewegung. Hast du je gesungen vorher? Deshalb ist schon irgendwo eine Entscheidung, traut man sich oder traut man sich nicht drüber. Und der Skifahrer natürlich sagt, okay, was habe ich zu verlieren? Aber gesungen hast du nie? Doch, doch, wir haben schon gesungen, aber halt nicht, natürlich sowas nicht. Wir haben halt gesungen mit den Schweizern auch zusammen, haben gejodelt am Lift oben und haben Gaudi gehabt, aber dass sich das dann so entwickelt, ist natürlich umso schöner. Aber kannst du dich an deinen allerersten Auftritt als Sänger erinnern, wie Schweiz, das war? Schweiz in Zürich. Wo? Hallenstadion. Und ich habe mich lange geweigert, weil ich wollte eigentlich nicht. Ich habe gedacht, Fernsehen und dann auf Wiederschauen wieder. Und dann geben diese Manager keine Ruhe und haben immer gesagt, ah, wir brauchen die, wir wollen unbedingt, dass du in Zürich dabei bist. Und ich habe mich wirklich geweigert, weil ich habe nur ein Lied gehabt. Ich habe gesagt, wie stellt sich das vor? Und er hat gesagt, nein, ich komme nicht. Und dann im Endeffekt habe ich gesagt, okay, schau mal hin, wie das los ist. Und dann bin ich da hin und ich habe die ganzen Kollegen natürlich vom Fernsehen gekannt. Ich habe sie persönlich nicht kennengelernt. Da vorne bin ich hin und gesagt, hallo, ich bin der Hansi, grüß euch und schön. Und dann hat er mich angekündigt. Und dann denke ich mir, was ist jetzt los? Die Damenwelt, alle vor zur Bühne. Das hat dich ja nicht verwundert. Nein, echt. Es war wirklich also so ein wunderbarer Einstieg in der Schweizer Traum. Und dann keine Zweifel mehr. Nach diesem Abend war es für dich klar, Schlager, meine neue Welt. Jein. So blöd es klingt, aber es war für mich einfach so weit weg, das ganze Tournee etc., was alles mitspielt. Aber das war sich ja eigentlich gewohnt vom Skilaufen, ja, immer schon, unterwegs. Aber trotzdem, Showbusiness ist wieder eine ganz andere Kategorie dann. Ne? Was wäre dann die andere Option gewesen? Oh, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Irgendwas wäre schon gewesen, aber Model? Umso schöner, dass es. Nein. Willy Bogner, Skimode entwerf. Der hat andere. Ich habe selber eine gehabt. Sorry, das habe ich nicht mitgekriegt. Aber ich will dich jetzt nicht mehr länger von deiner Vorbereitung abhalten. Vielen Dank, Hansi. Und Skifahrer, viel Glück. Skifahrer kann sich auf den Punkt konzentrieren. Danke, alles Gute. Ciao. Merci.